Was ist Schlichtung? Und ehe wir uns um das Was kümmern, sollten wir vielleicht erstmal uns darüber unterhalten, wo dieses Wort hingehört. Dieses Wort Schlichtung ist ein Begriff aus dem Arbeitskampfrecht. Das Arbeitskampfrecht ist in Deutschland im Wesentlichen Richterrecht. Es gibt also kein Arbeitskampfgesetzbuch. Und Arbeitskampf bedeutet im Wesentlichen die Anwendung der Instrumente Streik und Aussperrung. Streik ist hier das Kampfmittel der Arbeitnehmerschaft und Aussperrung, also der Gewerkschaften streng genommen, und Aussperrung ist das Kampfmittel der Arbeitgeber oder Arbeitgeberverbände. Arbeitskampfrecht, im Wesentlichen Streik, will man aber möglichst vermeiden. Ja, es ist ein Mittel, zu dem man nicht gerne greift, im Grunde eigentlich beide Seiten nicht. Ja, also weder die Arbeitnehmer, natürlich noch die Arbeitgeber, aber auch die Arbeitnehmer. Im Grunde sind beide Seiten daran interessiert, dass man vorher zu einer Einigung kommt. Und Schlichtung ist der Versuch der Beilegung einer Tarifstreitigkeit. Ich benutze mal jetzt diesen allgemeinen Begriff. Versuch der Beilegung einer Tarifstreitigkeit. Also letztlich geht es wahrscheinlich um Lohn- und Gehaltsfragen. Und ehe man nun zu diesem Arbeitskampfmittel Streik greift, versucht man die Schlichtung. Und wie geht das? Um eine Schlichtung zu machen, braucht man einen Schlichter. Heute, wo unsere Sprache sehr durchsetzt ist mit englischen Ausdrücken, würde man vielleicht Mediator sagen. Der Schlichter ist also so eine Art Mediator. Der Schlichter ist eine neutrale Person. Eine neutrale Person, auf den sich beide Parteien einigen. Ja, neutral ist ein schillernder Begriff. Ist der wirklich neutral? Beide Parteien müssen einverstanden sein mit diesem Schlichter. Und diese neutrale Person macht dann oder versucht einen Kompromiss. Ja, diese neutrale Person, der Schlichter, versucht einen Kompromiss. Um den Streik zu vermeiden, ja, Kompromiss, um den Streik zu vermeiden. Das ist Schlichtung. Ja, diesen Begriff galt es hier zu klären. Also Schlichtung als Versuch durch einen Schlichter einen Streik zu vermeiden, indem vorher der Schlichter es schafft, einen Kompromiss herbeizuführen. Kompromiss bedeutet Zugeständnisse von beiden Seiten, damit man eine Einigung erzielt und eben nicht kämpfen muss, was beide vielleicht gar nicht so gerne wollen. Der volkswirtschaftliche Schaden solcher Streiks ist in der Regel sehr hoch und hier ist schon eine gewisse Bereitschaft, sich auf eine Schlichtung und einen Schlichter einzulassen. Alles Gute, Marius Ebert.